Große Stadtrennen läuft ja gerade in Cottbus. Ja, wie ist der aktuelle Stand? Ich glaube, es gibt ein paar Teams, die sind schon vorne gut dabei, oder? Ja, es gibt sehr viele Teams. Insgesamt haben sich 91 Teams angemeldet beim Stadtradeln. In der ersten Woche haben wir über 75.000 Kilometer erradelt. Das ist wirklich Wahnsinn. Wir sind sehr stolz auf die aktiven Radfahrer hier in Cottbus. Ganz vorne dabei ist das Team der LEAG, dann kommt BTU, dann ist das Team, jetzt muss ich ein bisschen lunchen, von RK Cottbus mit dabei. Und das Karl-Team-Klinikum-Team ist ganz weit da vorne. Also das wird ganz eng, aber auch danach kommen ganz viele Teams, die ungefähr gleich aufliegen. Und es wird ganz spannend, wer sich hier zum Schluss vielleicht auch etwas absetzen kann und vielleicht nochmal ein Platz, zwei Plätze weiter nach vorne kommt. Wir haben noch 2 Wochen Kampagnenzeitraum, also da kann man noch viel Kilometer radeln und schauen, wie sein Team sich nachher einordnet. Kann man denn auch noch mit einsteigen, auch wenn man jetzt nicht so ein großes Unternehmen ist? Ja, na klar, jeder kann einsteigen, auch als Einzelperson können sie noch mitmachen. Unter dem offenen Team der Stadt Cottbus kann jeder sich anmelden und ansonsten kann man sich einem Team zugehörig fühlen und sagen, Mensch, mein Arbeitgeber hat ja eins gegründet, da mache ich mit, oder meine Freunde gründen noch ein Team mit mir zusammen, und da kann man unter stadtradeln.de sich jederzeit noch anmelden und ein eigenes Team gründen oder sich einmal anschließen. Neben einem guten Gefühl des Sportmachens und vielleicht auch der Umwelt zuliebe, was haben Sie denn als Stadt noch sonst von diesem Stadtradeln? Vielleicht so ein bundesweites Ranking und vielleicht auch ein paar Fehleranalysen? Genau, das bundesweite Ranking ist ja eher so eine Einordnung, wie stehen wir als Fahrradstadt denn so bundesweit da, und ich glaube, da haben wir ganz gute Karten, so wie es jetzt aussieht, und auf der anderen Seite hilft uns das sehr, gerade wenn man die App benutzt oder auch die Internetseite. Da kann man nämlich Feedback geben an die Stadtverwaltung. Wie sind die Radwege? Wo gibt es Probleme? Gibt es Schlaglöcher? Gibt es fehlende Absenkung? Gibt es Probleme in der Sicherheit bei den Kreuzungen und Ähnliches? Da gibt es ein kleines Tool, das heißt Radar. Das finden Sie in der App oder auch auf der Internetseite bei stadtradeln.de. Und da können Sie ganz zielgenau angeben, an der Stelle habe ich ein Problem und da müssten Sie mal gucken, ob Sie das verbessern können. Und das hilft uns als Stadtverwaltung sehr, ganz zielgenau Maßnahmen zu ergreifen, um das Radfahren in Cottbus noch besser und sicherer zu machen.